Nachbericht zum ersten Rennen der Röttele Racing Berg Challenge 2022 bei GTR4U. Das war der Lauf 1 in Spanien, Arona. Und ich kann euch sagen, wir hätten das Drehbuch nicht spannender schreiben können. Es war Werbung für unseren geliebten Sport, also tatsächliche Werbung für unseren Sport. Und zwar, es war super spannend. Es wurden 4 Rennläufe gefahren. Also das heißt, auch wir hatten genügend Starter, und zwar 21. Obwohl da nicht alle da waren, aber das ist nicht so wild. Gefahren wurde auf dem Citroën R5 Rallye-Auto aus dem Jahr 2015. Und zwar wurden da dann 3 Rennläufe gewertet, beziehungsweise man konnte einen Rennlauf einfach versemmeln und es war nicht schlimm, weil es wurden nur 3 gewertet. Und zwar, das ging auf 4,4 Kilometer Streckenlänge. Und da war das Spannende an der Geschichte, unsere ersten 3 Plätze waren so verdammt nah beieinander, dass praktisch zwischen Platz 1 und 2 genau 25 Tausendstel waren. Nach 3x 4,4 Kilometer gefahren von jedem Fahrer, 25 Tausendstel, und zwischen Platz 2 und Platz 3 genau 2 Zehntel. Das war unglaublich spannend. Also Tom und ich, der Puls war oben, wir konnten es nicht glauben. Nils hat dann nochmal genau die gleiche Zeit gefahren, hintereinander. Wir wussten fast nicht mehr, was wir sagen sollten. Unser Christoph Kaiser hat dann bemerkt, wo er die ersten 2 Läufe nicht so betroffen hat, wie er wollte. Hat er dann gesagt, so, jetzt fahre ich für die Zuschauer. Und zwar, so wie das natürlich üblich ist, mit einem Rallye-Auto fährt man dann auch quer. Und da muss man dann sagen, da hat man wirklich gesehen, dass unser Herr Kaiser ein Wahnsinnsfahrer ist. Also er hat das Auto quer hochgejagt. Das sieht man jetzt dann auch schön in den Bildern. Und er ist wirklich ein Ausnahmefahrer, das muss man ganz klar dazu sagen. Er ist zwar ab und zu mal an der Leitplanke etwas angelehnt oder ähnliches, aber er hat das Ding 2x quer hochgefahren und es war wirklich eine Augenweide. Unglaublich. Ich kann euch nur dazu sagen, das nächste Rennen ist in Portugal. Und zwar am 28.02.2022. Und da fahren wir auf einem Oldie, und zwar ein BMW 2002. Streckenlänge wäre diesmal 2,7 Kilometer. Und ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall wieder super spannend werden oder mal mindestens schön anzuschauen. An diesem 28.02. starten wir dann um 19 Uhr die Trainingsläufe und um 19.30 Uhr starten wir dann das Rennen. Und je nachdem, wie viele Starter das wir haben, umso mehr Läufe fahren wir halt oder umso weniger Läufe fahren wir dann. Auch da haben wir wieder einen Livestream und da freuen wir uns über jeden Zuschauer und natürlich freuen wir uns auch über jeden Fahrer, der sich anmeldet. Bis dann, danke euch, ciao.